Willst du runter? Wird schon nicht so schlimm. Chris ist auch einfach gesprungen. Ja klar, Chris, der große Held, springt natürlich einfach so vom Zähler. Oh, Tim, sei doch nicht eifersüchtig. Lass uns lieber springen, okay? Hey, weißt du, was da für Kräfte wirken, wenn du aus 10 Metern Höhe auf die Wasseroberfläche aufkommst? Wenn ich da falsch lande, dann platzt mir der Bauch und du kannst meine Einzelteile aus dem Wasser fischen. Willst du das? Hör auf, sowas zu erzählen. Wenn man alles so analytisch betrachten würde, dürfen wir noch nicht mal mehr Auto fahren. Hey, was ist los mit euch beiden? Kommt ihr heute noch runter oder was? Komm, wir springen einfach zusammen. Ich zähle an. 1, 2, 3. Das war doch ein schicker Sprung hier. Aber ich glaube, da hast du jemanden vergessen. Kann das sein? Mensch, Tim! Was soll der Scheiß? Es tut mir leid, ich kann einfach nicht. Jo, kannst nicht. Du traust dich nicht, du Angsthase. Bevor der da runterspringt, wird's dunkel, sag ich dir. Er traut sich das nie. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, ihn da hochzubringen. Warum denn? Er ist doch selbst hochgegangen. Habe ich kein Problem mit. Ich weiß nicht. Guck mal, der ist hochgegangen, um kein Feigling zu sein. Das verstehe ich ja. Aber wenn er da schon hochgeht, ja, und dann nicht runterspringen, dann ist es noch viel peinlicher. Du bist fies, weißt du das? Ach, wenn schon. Guck mal. Dann soll er doch da oben versauern, dann habe ich dich länger für mich. Lass den Blödsinn! So langsam müsstest du doch mal verstanden haben, dass ich nichts von dir will. Los, komm, Tim! Du schaffst das! Ich glaub an dich! Naja. Hey, lass mich endlich in Ruhe! Ja. Yeah. Achtung!